Heute haben wir mit der Arizona ein Schiff, was wir noch nicht so oft hier auf dem Kanal gesehen haben. Und der Damage, muss ich sagen, für ein Tier 6 Schlachtschiff. Selbst ein Tier 10 Schlachtschiff würde sich darüber freuen, beziehungsweise wäre da happy. Damit herzlich willkommen und vielen Dank an den Volpatus für das Replay. Er ist hier Top-Tier 6er, 5er Gefecht, keine 4er. Also das sollte doch alles machbar sein. Zwei Flugzeugträger. Das ist nicht so schön. Jetzt schau mal, was er da so leisten kann. Schüsse sind die ersten raus. Damit gehen wir jetzt in die richtige Geschwindigkeit. Aber das war noch nichts. Da muss noch mehr kommen. Aber gerade die Königsberg ist eigentlich jetzt ein sehr schön beschießbares Schiff für ihn. Wobei die Königsberg hier direkt da Action mit Torpedos bekommt. Mal schauen, ob sie da überhaupt gleich noch... Nee, ich glaube, das erledigt sich hier gerade für die Königsberg und die nächste Salve, die er da noch drauf schießen könnte. Jo, das Thema ist durch. Da hat der erste Flugzeugträger schon richtig zugeschlagen. So, mal schauen, ob er mit der New Mexico mehr Glück hat als seine bisher zwei runtergeschossenen Flugzeuge. Na, auch noch nicht so wirklich fette Treffer dabei. Aber es ist nur eine der Frage der Zeit, bis wir das hier sehen, was ich da schon sozusagen auf dem Screenshot vor mir habe. Der Schaden muss ja durch irgendwas kommen. Vielleicht jetzt. Schüsse raus Richtung New Mexico. Die fährt schön seitlich. Die Schüsse kommen gut runter. Und da macht er doch schon mal einen ganz ordentlichen Schaden mit 7000. So, was ist jetzt? New Mexico, komm, jetzt hat sie schön reingedreht. Jetzt darf da aber mal einer treffen, der so richtig wehtut. Komm, so ein richtiger Schmackofatz. 10.875. Ja, der sieht immer gerne Granaten zu. Also wie gesagt, das ist alles seine Sicht. Deswegen achtet auch ein bisschen oben so auf den Damage-Counter. Ich werde auch versuchen, dieses immer reingezoome in die Granaten ein bisschen jetzt zu umgehen. Denn... man sieht damit leider immer recht schlecht und schwierig, wie viel Schaden denn da jetzt ankommt. Jetzt lässt er hier seinen Aufklärer steigen. Und jetzt schauen wir mal, was da so an Schaden rumkommt. 11.552, das ist doch schon ganz solide. Langsam wird's ja. So, jetzt wird hier das Feuer gelöscht und auch sofort wieder ein paar der Hitpoints wiederhergestellt. Oh, die New Mexico gerade eben schön am Eindrehen Richtung Backbord. Mal schauen, ob ihm das da zugute kommt. Jo, das hat funktioniert und da hat er den aber schön weggenommen. Und da war die Ansicht doch mal ganz schön zu sehen, wie die Granate sich sozusagen in den Bug gebohrt hat schon fast. Ja, jetzt muss er aufpassen. Flugzeuge über ihm. Da kommen die anderen, also jetzt links und rechts. Die Flaks sind schon fleißig dabei. So, die Torpedos werden jetzt ins Wasser gelassen. Da kommen die anderen. Das heißt, die ersten sollten jetzt kein großes Problem darstellen. Die Frage ist allerdings hier mit denen. Ja, die sind jetzt... Ahaha! Die hat er zu früh reingeschmissen. Dementsprechend waren die noch nicht scharf. Und da hat er also kein Problem damit. Schüsse raus Richtung Kamikaze.
aber doch zu weit weg. Und wie gesagt, ich werde jetzt mal die Ansicht von ihm ein bisschen unterbinden und bleib hier in dieser Ansicht. Wir werden jetzt zwar die Zielansicht nicht immer genauso sehen, aber wie gesagt, das ist ja doch so ein bisschen einfacher. Die Flachs jetzt wieder weiter am Schießen hier auf die noch vorhandenen Flugzeuge, aber jetzt ist da alles erstmal wieder ruhig über ihm. So, aktuell kommt er da auf die König nicht drauf. Das wäre wohl natürlich jetzt sein Wunsch, aber keine Chance derzeit. So, jetzt könnte er da mal ein bisschen Gas geben, denn jetzt kann er die König beschießen. Sein Team liegt aber dramatisch schon hinten. Gegner 4 Schiffe, sein Team schon 6. Auf die Insel vorne muss er aufpassen, Schüsse sind auf die König raus. Oh, schöner Treffer, 13.000, so soll es sein. Aktuell hat er da auch ein bisschen Ruhe. Kein Flugzeug, was da gerade zu ihm visuell unterwegs ist. Sein Flugzeugträger unterstützt ihn da mit dem Kampf mit der König. Also das ist ja schon mal ganz angenehm. Aber der Gegner hat eben noch alle Caps. Jetzt macht er aber hier ein bisschen Druck auf den A-Punkt. Das heißt, den will er jetzt erobern. Jetzt kommt er da gleich rum. Die Torpedos sind schon mal im Wasser. Da guckt er jetzt natürlich so ein bisschen, wie treffen die. Und die waren bisher gar nicht schlecht. Da macht sein Kapitän ganz gute Unterstützungsarbeit im Flugzeugträger. Und dann nochmal welche. Einer trifft. Oh, und den zweiten konnte er gerade so ausweichen. Aber jetzt hat er in einer schönen Reichweite und auch von den Hitpoints ist er nicht mehr so krass, aber er will natürlich erstmal noch den Cap haben, 5 Sekunden. Deswegen kann er da jetzt nicht so rapide schnell drauf rauffahren. Jetzt kommt er aber drauf, Cap hat er eingenommen, Schüsse sind raus. 15.000 müsste er machen und er macht nur 4.430. Schade drum. Ich finde ja diese Granatenansicht eigentlich auch ganz schön, wenn man die mal anschaut. Ich weiß aber nicht, warum man das bei jeder Salve machen muss. Also das ist das Einzige, was ich bisher hier so ein bisschen, naja, visuell nervig finde, Polpatus. Dass du da immer deinen Granaten nachguckst. Das ist so, wie wenn ich groß war. Und da gucke ich auch nicht immer sofort in die Toilette rein, was da drin liegt. Aber naja, oder beim Naseputzen vielleicht ein bisschen schöneres Beispiel. Aber gut, jetzt hier mit 7.000 war es doch ganz schön. Mal schauen, was er da jetzt noch machen kann. Jetzt muss er nur aufpassen, jetzt ist er natürlich recht breitseitig hier für die König. So, aber die König bleibt auch ebenfalls so. Das heißt, mit der nächsten Salve, da könnt ihr dann richtig schön mal einen reingeben. Jetzt braucht er nur noch nachladen. Das ist erledigt. Schüsse sind raus. Und da macht das jetzt klar, 8.300 Schaden, sehr fein. In weiterer Entfernung ist da jetzt die Bayern zu sehen. Flugzeugträger noch auf beiden Seiten komplett alle vorhanden, also da auch eher ungewöhnlich, dass noch keiner der Flugzeugträger zerstört worden ist. So, Schüsse sind jetzt Richtung Cleveland raus. Mal schauen, was da jetzt so passiert an Damage. Ja, zumindest mal den Punkt verteidigt. Das ist ja auch schon was wert. Auch wenn der Schaden da jetzt nicht der höchste war. Aber wie gesagt, so ein bisschen Decap auch notwendig. Weil gerade bei so einem Gefecht, wo der Gegner so viel Schiffe mehr hat, da kommt es natürlich auf jeden Punkt an. So, nächste Salve. Jetzt muss er aufpassen, von hinten bekommt er jetzt auch wieder Feuer. Heilt sich jetzt und jetzt 5.300 Schaden,
auf die Cleveland, der Flugzeugträger von ihm, unterstützt er ebenfalls. Da sieht man jetzt die Torpedos im Wasser. Hoffentlich trifft er jetzt irgendeiner. Oh ja, sehr schön. Ah, Rio hat da die Cleveland weggemacht und er konzentriert sich jetzt wiederum auf die Bayern. Vier Schiffe bei ihm, sechs beim Gegner noch vorhanden. Nachgeladen hat er. Schüsse sind unterwegs. Ah, mit 3800 natürlich jetzt auch nicht so viel. Da muss jetzt einfach mehr kommen. Jetzt braucht man langsam den Damage. So, jetzt hier die nächsten Torpedos auf ihm, aber den kann er gut ausweichen. Die Bayern natürlich weiterhin, aber jetzt mit einem schönen 15.000er Treffer. Vor ihm aber jetzt hier der Zerstörer. Jetzt muss er aufpassen, dass da jetzt von der Fubuki nicht der ein oder andere Torpedo kommt und ihn da richtig unangenehm aufstößt. Ja, und da sind sie auch schon. Aber der, glaube ich, hat da ganz gute Chancen, nur einen abzubekommen. Oh, und selbst der könnte knapp werden. Den dodgt er gerade noch so. Unglaublich eng war es da jetzt am Ende des Tages. Aber hier schön jetzt die Zerstörung. Ganz sang- und klanglos die Fubuki weggemacht. Und da ist noch eine Kongo. Die ist aber für ihn gerade sehr schön zu beschießen. Drei Schiffe gegen fünf, also so diesen Zweier-Schiffsabstand, den halten sie irgendwie ein. So. Ja, da ist doch die Zitadelle, die erste der Runde. Und jetzt gleich die zweite Salve nachgelegt. Und dann nochmal 3.399 Schaden. Aber das war doch jetzt schon mal ein bisschen satter. Und jetzt sind es nur noch ein Schiff Abstand. Gegner hat drei. Beziehungsweise, nein, Entschuldigung. Sein Team hat drei. Gegner hat vier. Gegner hat allerdings noch beide Flugzeugträger. Er nur noch einen. Da kommt er jetzt mit dem Aufklärer auf die Kongo nicht drauf. Die ist einfach direkt hinter der Insel. Da will er natürlich möglichst irgendwie schnellstens draufschießen. Aber er schafft es aktuell einfach gar nicht. Er muss jetzt ein bisschen Gas geben, kommt vor der Insel rum und dann kommt er dahinter halt auf die Kongo wieder drauf. Da schaut er jetzt immer so ein bisschen. Und jetzt gleich hat er da das Ziel vor sich. So, jetzt ist er offen. Alle Schüsse komplett raus. 17.900 Schaden und jetzt sind es nur noch 100. Das ist ein läppischer Hitpoint-Pool, den da die Kongo noch vorzuweisen hat. Sekundären sind jetzt auch am Schießen. Er braucht natürlich ein bisschen, bis die Salven wieder da sind. Wird jetzt selbst getroffen von der Kongo. Vielleicht, dass hier eine der Sekundären doch immer anzündet. Allein das wird schon reichen. Aber das ist auch nicht der Fall. Von vorne bekommt er jetzt die Treffer. Er brennt jetzt diesmal selbst nicht der Gegner, den er bräuchte. Gleich hat er nachgeladen. Er macht das damit wenigstens, weil die andere... Ach, sehr gut. Den Nahkampfexperten hat er da geholt, Zieltreffer durch die Sekundäre. Und jetzt 3 gegen 3. Den Punkt können sich jetzt auch wiederholen. New Mexico ist noch recht voll, also da hat er noch ein bisschen Arbeit vor sich. Natürlich geht sein Flugzeugträger schon auf die New Mexico drauf. Flachsend weiterhin am Schießen. Mittlerweile schon 8 Flugzeuge vom Himmel geholt.
So, und jetzt, oh, nochmal schön die Torpedotreffer hier jetzt auf die New Mexico. Dadurch hat sie jetzt eingedreht. Ist also jetzt für ihn schön seitlich zu beschießen. New Mexico orientiert sich da nicht auf ihn. Dementsprechend kann er da jetzt voll rauspratzen und trifft dafür 18.000 Schaden mit einer Zitadelle. So ist es fein. Jetzt aber hier die Flugzeuge. Sein Flugzeugträger gibt ihm da schon Deckung. Allerdings hat der Flugzeugträger wohl andere Sachen im Kopf, denn der will wohl hier die Torpedos Richtung Flugzeugträger fliegen. Das ist natürlich schön für ihn. Da braucht er selber nicht drauf aufpassen. Mal schauen, was hier mit denen ist. Aber die schauen aus, als ob sie ihn auf dem Kicker hätten. Wo bleiben sie? Wo fliegen sie hin? Schüsse raus auf die New Mexico. 8000er Hit, aber wir bleiben weiter auf den Torpedos. Da sind jetzt auch wieder Flugzeuge. Flugzeuge sind jetzt hier ganz viel im Himmel. Da treffen zwei Torpedos. Einschlag 1, Einschlag 2. Er flutet. Er sollte das sofort weg reparieren. Aber er macht's nicht. Jetzt macht das. Wieder ein bisschen zu lange gewartet, aber es kann er gleich wegheilen. Jetzt wird erstmal die New Mexico interessant. Jetzt brennt er auch, aber alles gut. Ah, 1000, viel zu wenig, da muss mehr passieren gegen die New Mexico. Jetzt wird es ein Nahkampf-Battle zwischen den beiden Dickschiffen hier. US-Stahl gegen US-Stahl. Jetzt wird es interessant, wer da am längeren Hebel sitzt. Er hat hier die bessere Position. Hitpoints sind in etwa gleich auf. Sekundäre alle am Schießen. So, jetzt hat er nachgeladen. Junge, mach ihn weg! Ja! Sehr schön. Allerdings auch massiv. Die Krake geht mit zwei Bränden auf seinem Schiff einher. Und jetzt, ticketsmäßig, sind sie noch minimal hinten. Allerdings, Gegner hat zwei Caps. Er nur einen. Er kann sich weder aktuell reparieren noch heilen. Da hinten ist die Ryu. Da will er natürlich jetzt drauf schießen. Wieder die Flaks aktiv. Schüsse sind raus. Jetzt kann er mit 742 gerade noch den Brandherd löschen. Mal schauen, was mit der Ryu jetzt passiert. Und 30.000er Treffer. So was wollen wir sehen. Sehr schön. Aber das reicht noch nicht. Die muss noch zerstört werden. Wer jetzt stirbt. Oh, oh, oh. Auch wieder hier zu früh ausgelöst. Ryu ist jetzt weg. Damit liegen sie ticketsmäßig in Führung. Das würde zum Sieg reichen. Unglaublich enges Gefecht hier zum Ende hin. Jetzt schauen wir mal, was die Zeit sagt. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ich glaube, über 210.000 Schaden ist in dem Tierbereich einfach eine Wucht. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.